Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Noboard. Heute wieder mit einer Videoanalyse. Und zwar hat die Christina mir geschrieben und sie wollte, dass ich ihr einmal ein paar Tipps gebe und mir die Sachen angucke, die sie mir zugeschickt hat. Sie hat geschrieben, sie hat Probleme mit der Frontside-Kurve und sie hat geschrieben, dass sie deswegen oft stürzt und vermutet, dass sie zu weit hinten steht. Und dass sie das vierte Jahr in Folge Snowboard fährt und vorher Skifahrerin war. Und ich muss sagen, erstmal willkommen zur dunklen Seite der Macht. Ich hoffe, du hast deine Kekse erhalten. Und dann würde ich sagen, legen wir sofort los. Wie immer schauen wir uns das Ganze einmal von vorne bis hinten an. Vorne, also ich habe ein bisschen vorgespult, weil das Video erst hier startet. Und muss man. Warte, 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 warte. Bevor wir loslegen, können wir einmal sagen, dass das, glaube ich, so das traumhafteste Bild ist, was ich in einer Videoanalyse bisher sehen durfte. Also erstmal technisch gesehen ist es nicht vertikal, ist es vertikal gefilmt. Und dann noch mit Gegenlicht, Sonnenuntergang. Oh, Traum. Na gut, fangen wir an mit dem Snowboarden. Also, eine Abfahrt nach unten. Wir schauen sie uns einmal an. Pistenbedingungen schon etwas zerfahren. Man sieht es halt am Ende des Skitags. Sonne geht unter. Joa. Einen sehr schönen Schiefer reingebaut, der da. Ja, sehr schön ablenkt. Dieses Problem kenne ich. Immer wenn ich filme, fährt da auch immer irgendwer im Hintergrund, der eventuell sehr ablenkt. Ich würde sagen, wir haben, glaube ich, genug gesehen, weil bis da unten. Wollen wir nicht gucken. Also fangen wir mal hier oben an und dann gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Also, du beginnst und machen wir einmal Stopp. Schauen wir uns mal die Grundposition an. Also, Schultern sind nicht in Achse. Na, also, das sieht jetzt aus, ob du sofort die Kurve fahren möchtest, aber da wir das Video gerade gesehen haben, weil das wissen wir, du fährst noch ein bisschen weiter. Also, erstmal Grundhaltung: Schulter in Achse bringen, dann die Knie. Na, das Knie geht über die Zehenspitzen hinaus nach vorne. Das Knie arbeitet nach vorne zur Nose hin. Da solltest du darauf achten, dass du das hintere Knie auch nach hinten wegstreckst. Dann hast du eine balancierte Gewichtsverteilung auf dem Board. Wie gesagt, die Schultern gerade machen und bitte, bitte, bitte auf keinen Fall die Hände hinter den Rücken nehmen. Ja? Wenn die Hände da hinten sind, erstens können die dich nicht schützen, wenn du nach vorne fällst, weil bis du die da von da hinten nach vorne gekramt hast, bist du meistens schon auf der Nase gelandet. Und zweitens, wenn du nach hinten fällst, hast du eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass du die überhaupt aus dem Weg bekommst und dann fällst du auf die Hände drauf und die, ich mach das immer, ne? Handgelenke, die können das nicht so gerne ab. Deswegen achte darauf bitte, dass du deine Hände zumindest neben dem Körper hast. Machen wir weiter. Also, wie gesagt, ne, ging erstmal ein Stück weiter. Jetzt geht's in die Kurve rein. Hände sind immer noch hinterm Rücken. So, hier sehen wir ganz genau das Problem. Also, wenn wir mal kurz zurückspielen: Du reißt hier die Frontside-Kurve mit viel Schwung auf vom hinteren Bein rum. Ja, das sorgt für mehrere Probleme. Zunächst einmal verlierst du komplett den Halt auf der Kante, ja, weil du einmal komplett die Kante vom Schnee ablöst. Du bist komplett aus der Körperposition raus. Und du hast überhaupt keinen Bewegungsfluss mehr. Ja, das sieht man jetzt, genau, jetzt hier bekommst du wieder Kontakt mit der Kante und versuchst die Kurvensteuerung noch auszufahren. Dann machst du eine schöne Backside-Kurve, die machst du schön und zack, reißt du das Board wieder rum. Ja, auch hier wieder. Der hintere Fuß dreht das Board aktiv nach hinten, das aktiv um die Kurve rum und das sorgt dafür, dass du an der Stelle komplett die Probleme mit der, also das ist das komplette Problem, was du mit deiner Frontside-Kurve hast. Also an der Stelle, ja, wenn du hier stehst und jetzt die nächste Kurve einleiten möchtest, genau an der Stelle, Gewicht auf den vorderen Fuß, das sieht ja erstmal gar nicht so schlecht aus hier. Dann lass das Board fahren, genauso wie du es auf der Backside-Kurve machst. Ja, wenn du jetzt hier die Backside-Kurve anguckst, du drückst auf den vorderen Fuß, drehst den Oberkörper ein, lässt das Board komplett rausfahren. Ja, und genauso musst du es auf der Frontside-Kurve auch machen. Du drehst hier mit dem Oberkörper ein, lässt das Board sauber auf der Kante fahren, hast eine saubere Kurvensteuerung, hast die ganze Zeit halt auf der Kante und dann fällst du auch nicht mehr so oft auf die Nase. Ja. Was habe ich sonst noch zu sagen? Sonst erstmal nicht viel, ja. Also hier auch mit dem Arm gegengerissen. Also Kurve sauber fahren. Nicht mit dem Oberkörper reißen, nicht mit dem hinteren Fuß reißen. Und ansonsten würde ich sagen, gefällt mir das Ganze sehr, sehr, sehr gut. Schauen wir nochmal durch. Also, ja, Grundhaltung haben wir besprochen. Die Knie sind da, nicht ganz so, wie sie sein sollen. Die Arme müssen weg, das muss weg. Und ansonsten würde ich sagen, sieht das Ganze doch schon sehr, sehr schön aus.
Falls ihr auch ein Video uns zur Verfügung stellen wollt, dass wir uns da mal drüber gucken und euch ein paar Tipps geben, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu unserer E-Mail, da könnt ihr uns entweder die Sachen direkt zuschicken, so wie die Christina, oder ihr ladet die Sachen einfach auf YouTube hoch und dann schauen wir uns das Ganze an. Das könnt ihr natürlich auch privat machen, sodass nur wir das sehen können. Beziehungsweise ungelistet. Privat, dann können wir das nicht sehen, ungelistet. Ja, und falls ihr noch Fragen habt oder falls ihr der Christina noch ein paar Tipps geben wollt, dann schaut doch mal unten in der Kommentarfläche vorbei. Da könnt ihr Kommentare hinterlassen zu Fragen, Tipps und Anmerkungen oder Wünschen zu neuen Videos. Und ich hoffe, wir sehen uns recht bald wieder. Und bis dahin, ciao.